Moin Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Diesmal zu einem Nate-Tutorial und zwar zu einem Afterplan-Molotov, sowohl auf CT als auch auf T-Side. Dieser Molotov ist natürlich hier klar. Wenn ich diesen werfe, kann der Planter nicht planten oder stirbt dabei. Ich sage nur Hashtag Olaf-Meister. Oder der Diffuser, der stirbt dabei. Es gibt einmal die Möglichkeit, diesen von hier aus zu werfen, einfach gegen die Säule zu werfen, ein bisschen weiter rechts auf die Seite. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Aber welcher richtig geil ist, ihr seid komplett geschützt und er ist einfach geil. Ich stelle dich hier in die Ecke und ich nehme jetzt wieder meine AWP und aimt hier ein Stück unter dieses Eisending. Und zwar, dass mein Crosshair so ein ganz kleines Stück da drauf ist, werft, dann fliegt er oben gegen die Decke und landet ein Stück in der Luft. Keine Ahnung, warum das ist, aber es funktioniert. Wenn euch das zu unsicher seid, dann werft direkt auf, macht direkt aufs Metallteil euer Crosshair. Dann landet der ein Stück auf der Kiste drauf, aber trotzdem auf dem Spot. Einziges Problem ist, wenn er hier steht, kann er halt schneller aus dem Molotow raus. Der Radius ist kleiner. Wenn ich hier hinwerfe und der hier drin steht, ist der halt erstmal noch eine Zeit im Molotow drin und kriegt noch einen Hit mehr. Das müsst ihr euch merken. Das war's zu diesem Molotow. Ging schnell, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Jo. Man kann auch übrigens den von Short werfen. Das ist auch eine Möglichkeit als T. Man ist allerdings relativ ungedeckt. Und ihr seht, der landet nicht über. Das war eine Smoke, das war jetzt nicht von mir. Ja, das war's zu diesem Video. Bis dann.